Schönen guten Morgen, guten Abend oder guten Tag. Hier ist wieder euer Blogstar. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute geht es um ein kleines Reaction-Video bzw. Review bzw. Comment-Video meiner Eindrücke von der Schwabenstein 2019, der Klemmbausteinmesse in Stuttgart beim Stuttgarter Herbst vom 21. bis 24. November 2019, wie gesagt, in Stuttgart, in der Messe Stuttgart bzw. auf der Messe Stuttgart. Ich war dort am 23.11. Ihr seht hier meine Anreise, ein bisschen latschen über das Messegelände. Ja, Stuttgarter Herbst sind immer sehr viele Messen auf einmal. Dieses Jahr mit der Spielemesse, das seht ihr jetzt gleich, ich komme hier gerade rein. Bei der Spielemesse war halt auch der Verein Schwabenstein 2x4 e.V., der oben auf der Empore, seht ihr gleich, quasi die ganze Fläche bekommen hat und hat halt dort seine Schwabenstein-Ausstellung Lego Fan Event gehabt mit vielen anderen Gruppen, Bavarian Bricks, Look Connected und viele andere Mitausstellern. Und hier geht es schon gleich los. Wir sind einmal durch die Halle durch, die aufgeteilt war zwischen Kreativmesse und Spielemesse. Und wie gesagt, oben halt Empore mit Ständen und ja, Stationen. Hier seht ihr viele Kinder an Bildschirmen was bauen. Statuen, ihre eigenen Mocs hier, diese Eisenbahngeschichte mit den alten blauen Schienen, wer kennt sie noch? Es war einfach cool zu sehen, die Kinder, sie sind am Freuen, waren sich am Bauen, waren wie kreativ hier mit aus weißen Steinen, solche Skulpturen. Hat einfach Spaß gemacht, dazu zu schauen, wie Vater und Sohn und Mutter und Tochter am Bauen waren. Und es hat mir besonders Spaß gemacht. Ich habe ein, zwei Fotos gemacht, das könnt ihr gleich sehen. Habe ich unter den Tisch fotografiert, wie früher, wenn ich auf dem Küchentisch oder im Wohnzimmer gebaut habe, die Steine schön bunt, so wie da, herrlich anzuschauen. Aber auch eine ganze Menge Steine lagen unter dem Tisch da. Und wehe, wehe, wenn damals Mama Staubsauger kam. Da habe ich aber geschimpft und bin weggeflotzt, wie meine Katze jetzt heute. Also, der Wahnsinn, wie lustig das aussieht. Die vielen bunten Steine und die Kiddies, die einfach eifrig drauf losgebaut haben. Richtig cool vom Verein, die Kinder da so mit einzubauen. Da seht ihr die Messehalle nochmal. Wie gesagt, die Halle 1 war unterteilt in einen blauen Bereich und orangenen Bereich, Kreativ- und Spielemesse. Unten haben eine ganze Menge dann auf Brettspielen gespielt und oben war das Lego-Event. Hier seht ihr die gesammelten Werke der Kinder. Dschungelwelt ein bisschen was. Da hat einer einen schönen Hollywood-Schriftzug gemacht und diese ganzen Skulpturen. Ja, hier so ein bisschen Indiana Jones, Kinderstyle oder so. Also richtig cool, kreativ, wie die kleinen Nummer sind halt, ne? Und das fand ich der Hammer. Ich habe selber einen Todesstern und schaut euch das an. Das sind schöne Todesstern-Mocs, richtig mit verschiedenen Themenwelten. Also faszinierend. Hier ein Simpson-Todesstern. Also ein Springfield-Stern. Richtig cool, das braune Dach, wie man es kennt vom Haus der Simpsons mit den Wohnungen. Hier ein Ski-Todesstern, Snow Star oder sowas. Oder Hoth Planet, keine Ahnung. Richtig cool gemacht. Haha, cool, Schnee. Da ein ja, Fußballspiel, Brasilien, Lego City, Todesstern. Hammer, Hammer. Aber der Beste kommt gleich noch. Aber wir gehen jetzt gleich nochmal zurück. Ihr seht hier die Simpsons, Maggies Zimmer, Abe Simpson am Klo. Schaut euch mal dieses Klorolle an. Richtig cool gemacht aus einer Lego-Autotür. Und unten Hummer und Bart. Wer kennt sie nicht? Und da ist der coolste. Der Hogwarts Death Star. Harry Potter als Kubus. Richtig cool. Also diese Ideen, Hammer. Ich werde nie drauf kommen. Riesenrespekt für den Creator. Ja, und jetzt sind wir hier schon beim Riesenrespekt. Geht weiter. Der Rob und der Thomas von den Brick Twin Towers. Ich habe es mal versucht, so ein bisschen so einzufangen von unten nach oben. Der Wahnsinn. Das World Trade Center aus Klemmbaustein. Also, fehlen die Worte. Wie kreativ, wie man denkt ja, das ist jetzt vielleicht eintönig, der graue Stein aufzubauen, aber die Masse, die Menge, sich das auszudenken und die Jungs bauen ja auch noch die ganzen anderen Gebäude drumherum. Auf jeden Fall sagen sie im Projektvideo, stelle ich euch mal eins unten in die Videobeschreibung zu diesen Brick Twin Towers. Und ihr seht ja nochmal, ich bin selber fast 2 Meter und ja, diese Türme, ich musste hochgucken, wie groß die sind. Hier nochmal als Video, weil ich es einfach als Foto ja nicht drauf bekommen habe. Der Hammer. Also selbst in meiner Noppenklötzchenscheune will ich die nur schwer unterkriegen. Ne? Und ja, hier drumherum die Buildings. Und das ist mir was ganz Besonderes. ML Bricks, miteinander leben, eine Einrichtung für
ja, Leute mit Handicap, die dort arbeiten können und Legosteine sortieren, die werden dann bei Bricklink reingestellt und ja, so kann man Geld generieren und die Firma packt es wieder in ihr Projekt rein, nämlich dass Leute mit Handicap einen Job haben. Richtig cool, Link auch in der Beschreibung. Ist bei mir um die Ecke in Pforzheim. So, aber schaut euch das an. Ein eigenes Legoland, ein Riesenmock, verschiedene Welten. Hinten seht ihr den Rollercoaster, Ninjago in der Mitte, das Disney-Schloss. Es war so, oh, das Wort mit F und Ucking hinten dran. Great. Der Creator, dass er sein eigenes Legoland gebaut hat, mit vielen Lego City oder Creator Sets, also alles, was du und ich vielleicht auch zu Hause haben, und das kombiniert und es gibt so ein wunderschönes Set. Also, guck, und wie gesagt, ihr seht es da hinten: das Schloss, das Haunted House, Piraten, das Karussell, Hammer. Also, richtig klasse, tolle Idee, sich sein eigenes Legoland zu bauen und vor allen Dingen mit, wie gesagt, Sets, die du und ich auch uns erwerben können und so, also der Hammer. Gut, hier den Verein muss man mögen oder nicht, aber die Idee, das so zu machen, vielleicht mache ich das mit meinem Verein auch noch mal. Ah, klasse, muss man honorieren. Und ja, der nächste Tisch schon Lego Technik. Hier seht ihr diesen ganz berühmten Lego Technik Radlader, den wollte ich als Kind auch haben, habe ihn aber nicht bekommen. Fehlt auch der Grund, warum ich gar nicht so der Lego Technik Freak geworden bin, sondern eher auf Sachen mit den Minifiguren stehen. Da haben wir den Arktross mit der Pneumatik. Und ja, Lego Technik, oh, hier, Black Cat, Hammer. Meine Katze seht ihr nicht, guckt schon ganz eifersüchtig auf die Katze dort am Kühlergrill, wollte ich als Kind auch unbedingt haben. Ja, aber zurück zu Lego Technik, habe ich als Kind immer gefeiert, aber meine Eltern haben es mir nie geschenkt, ich habe es mir nie gekauft, ich bin halt auf den Minifiguren kleben geblieben. Kann es verstehen, dass viele Leute es lieben und feiern, weil es einfach so viel darstellt. Hier vorne in den Glas im Hintergrund, dann den Trailer, den Arktross, den sehen wir gleich auch nochmal. Also ich kann verstehen, dass das ihr draußen so feiert. Hier haben wir einen Arktross-Mock mit einem Trailer und einem pneumatischen Kran. Ja, weil du kannst einfach viel, viel umsetzen, wenn ihr bei diesen ganzen Geländewagen, die es draußen gibt, die Differentiale und die Schaltgetriebe und sowas seht. Oder hier der Liebherr, man kann drüber streiten und nicht, aber die Technik, die drinnen verbaut ist, ist ja schon super. Lassen wir mal die Geschichte mit den blauen und farbigen Pins weg. Oder hier, ey, guckt euch diese Kräne an. Der Hammer. Also, das ist wirklich, wie sagt das zu mancher von euch draußen, es ist ein Modellbau auf hohem Niveau, ne, mit Klemmbaustein. Und hier die ganzen alten Kräne und Modelle, die ich als Kind in den Katalogen auch immer angeschmachtet habe. Und da sieht man die, sag ich mal, die The Row of Crane, also die Reihe der Krane, in meinem schlechten Englisch-Deutsch. Nein, also Hammer, oder? Schaut euch das an. Es kommt noch besser. Da, schaut mal. Wieder ein Liebherr, ein Riesenmock, ein ja, Schwerlastkran, wo wir Deutschen ja Marktführer sind. Und schwuppdiwupp geht schon weiter. Das ist nämlich auch Riesenaktion gewesen auf der Messe, nämlich der inoffiziellen Duplo-Eisenbahnstrecken-Weltrekord. Da seht ihr es extra. Steine wurden gedruckt für die Leute, die dem Verein die Schienen gespendet haben oder die Züge, denn es wurde der inoffizielle Weltrekord gebrochen. Über 600 Meter Duplo-Schienenstrecke wurde dort verlegt. Inoffiziell, weil Guinness kostet immer einzuladen 10.000 Euro. Deswegen, also inoffiziell. Aber schaut euch das an, der Zug. Oh, es hat so schön, war das entspannt, dazu zu gucken, zu entschleunigen, wie der Zug da lang gefahren ist. Also richtig chillig. Über 30 Minuten dauerte eine Umrundung und wie gesagt über 600 Meter. Und ja, Weltrekord gebrochen. Toll, oder? Der Zug, wie er da lang tingelt. Er hört gleich auf, Batterie glaube ich alle. Gleich kommt auch noch ein kleiner Crash, den habe ich aufgenommen. Haben wir aber gleich den freundlichen Personal gemeldet vom Schwabenstein und die haben den wieder aufgerichtet und dann alles gut. Also wie gesagt, Weltrekord gebrochen. Jeder hat da, oder Leute haben die Schienen gespendet und haben dafür einen Stein bekommen, wurden auch alle wieder zurückgegeben. Weltrekord geknackt. Tolle Aktion, oder? Und dann, boah, parallel dazu eine Reihe Starfleet Armada, selbstgebauter Mocs, Raumschiffe. Ich stehe auf Science Fiction, deswegen super cool. Aber super cool ist das. Schaut's euch an. Die Bismarck und die Scharnhorst mit einem Zerstörer und ein Schnellboot. Der Wahnsinn, oder? Mir fehlen echt die Worte. Und vor allen Dingen das im Scale einer Minifigur. Hier das Schnellboot. Und gleich da vorne die Bismarck. Hinten im Hintergrund ist die Scharnhorst.
also zwei deutsche Schlachtschiffe der Kriegsmarine, und in Kajakgröße, ne? Also das hatte Ausmaße eines Ein-Mann-Kajaks. Ja, und der Creator hat gemeint, 4 bis 5 Stunden dauert der Aufbau. Hier, schaut euch mal da, das Katapult, die kleinen Geschütze, da seht ihr die Matrosen, wirklich Minifigur-Format, ne? Und alles elektronisch ansteuerbar. Die Kanonen, die Türme, Drehbar, Lampen, die Richtungsmesser, also richtig cool. Die Arbeit, die da drin steckt, der Wahnsinn. Das ist Bricking Bavaria. Da seht ihr übrigens einen Zerstörer, also Bricking Bavaria, der Verein, wo die Creator auch Mitglieder sind. Und ja, der Hammer. Da kann Kobi einpacken, weil die Schiffe sind etwas größer als die es gerade von Kobi gibt. Und da sehen wir auch hier da die Creator, die es gebaut haben. Also Daumen hoch, Hut ab, Respekt für eure Leistung. Der Wahnsinn. Und so toll umgesetzt. Ja, das ist jetzt hier die Look Connected aus Hannover, meiner alten Landeshauptstadt. Da seht ihr einen Fernsehturm und viele kleine super Mocks, sehr detailreich. Hier zum Beispiel ein Portal einer gotischen Kirche. Ich weiß gar nicht, ob es der Kölner Dom oder der Regensburger Dom war. Kann ich gar nicht genau sagen, aber wunderschön die farblichen Nuancen, diese verschiedenen Grautöne. Das ist das Schloss Neuschwanstein, auch wieder im Minifigurenformat. Richtig klasse, diese Details. Und wie gesagt, auch eben gerade bei der Kirche, Hammer. Ihr wisst ja selber, was diese Grautöne an Steinen, was es kostet bei Bricklink oder so. Ja, und hier Kanal mit Zug, mit Modular Buildings, über oder fast 30.000 Teile. Und ich liebe Braun und Grau und Grün, das ist so. Und Modular Buildings, der Hammer. Ja, jetzt hier nicht wundern, warum ich da Steine mit Namen habe, ganz einfach, weil, vielleicht habt ihr es bei meinem Instagram-Account gesehen, kann ich euch auch nur empfehlen, also Blockstar bei Instagram, ich habe mir meinen eigenen Blockstar Block Brick Stein machen lassen, also mit so einer Maschine wurde da mal der Name von mir eingraviert und dann ausgefüllt mit Wachs, und da seht ihr gerade, wie es eingraviert wird. Die Firma heißt Increare, kommt aus Braunschweig, verlinke ich euch unten nochmal runter. Wie gesagt, wie immer, meine Videos keine Werbung. Ich mache das nur aus Spaß an der Freude. Aber hier kann man es ruhig mal nennen, denn da konnte man sich halt auch seinen Namen eingravieren lassen. Ein Schlüsselanhänger auf langen Steinen. Ich habe halt jetzt hier einen 2x4 Stein genommen. Einfach, das ist ja so das ikonische Lego-Steinchen, sage ich mal. Und war noch Original-Lego-Steinchen und hellblau und ein Blockster drauf, oder? Das muss ja sein, also versteht sich ganz von selber hier für meinen Kanal. Zeige ich euch aber auch nochmal beim Kanal irgendwann. Vielleicht mache ich da mal ein Intro mit, keine Ahnung. Und hier, die ganze andere Seite der Empore. Nur Züge. Züge ist es eh das Beste. Lego, mehr, mach mehr. Ich mache auch nochmal ein paar Lego-Zug-Videos. Oh, das nächste schon wieder hier. Monorail mit Star Wars Stormtroopers. Monorail, das Beste, was es gibt, glaube ich. Leider kaum zu bezahlen. Und hier diese Idee mit den Stormtroopern aufgereiht wie bei Star Wars Rebels am Transporter. Super. Und wo wir gerade bei Star Wars sind, hier schaut euch da diese Unmengen der Lego Star Wars Minifiguren an. Der Wahnsinn. Ob das alle sind, weiß ich gar nicht. Aber es sind die wichtigsten. Und für mich sieht es aus wie alle. Von JB Spielwaren. Der Hammer. Also jetzt hier gerade, ich fokussiere drauf. Ich liebe ja diese Todesstern-Gunner. Also toller Job. JB Spielwaren kann ich euch auch nur empfehlen. Ja, und hier in einer anderen Halle, das habe ich ja gesagt, waren mehr Messen, Animal, Vegan und so weiter. Es gab auch eine Modellbaumesse und da hat MacLean ausgestellt, nämlich diese Kooperation mit Stacks, mit den modularen, aufbaubaren Eisenbahnen aus Klemmbausteinen mit der H0-Spur. Diese Figur fand ich noch ganz lustig, das habe ich gesehen in einer anderen Halle, weil wir sind da durchgeschlendert, sah halt aus wie ein Lego-Männchen. Tja, und jetzt bin ich übelst durchgerast, aber das war schon. Also, tolle Messe kann ich euch jedem nur empfehlen. Ich packe euch alles, was ich so habe, noch unten rein und kann mich wie immer nur bedanken, dass ihr reingeschaut habt. Lasst einen Daumen da, abonniert, teilt, quatscht mit mir, kommentiert, was ihr von meinem Video haltet, und dann auf Wiederbauen. Bis bald, euer Blockstar.